Königsspitze ist schon so für die Eiswanderer die schönste Band. So. Und wir sind eben in die Nordwand geklettert, die klassische. Und jetzt haben wir die Wand unten gesehen, der Martin und ich. Und dann haben wir gesagt, das ist geil. Ja. Ist cool, weil es gibt zwar nicht mehr die Schaumwolle oben, weil es ist angekracht im Klimawandel. Aber dafür ist unsere Wand unten rausgekommen, hat eben einen Vorteil. Und dann haben wir praktisch in der überhangenden Wand unten einen Eiszapfen mittel drin hängen gesehen. Und dann denkt ja, da müssen wir rein. Ja, wir haben schon länger sowas in der Art gesucht, so eine richtig steile Wand mit Eis und Fels und 15 Meter überhängend. Und das Gute war, dass es eben bei der großen Wand ist, also dass da dann die Verbindung da ist zwischen Reitung, Eisklettern, Nordwand, Skitour, alles in einem. Und eben auf so einer schönen Wand auch noch. Es war ein bisschen Glück, auch nicht, das so in einem zu finden. Also hat man nicht jeden Tag. Ja, mit dem vierten Film schon ganz gut geworden. Es ist halt allem so, dass man das nach unten schaut und dann denkt man sich, ja, das war mal lieber, wenn das nicht jeder sieht. Und, aber für das, dass wir überhaupt kein Budget gehabt haben und so. Und das wirklich schwierige Bedingungen waren auch da oben in der Nordwand da oben für den Film auf den Zapfen oben zu hängen und so, ist schon ganz gut geworden. Und da gestern beim Applaus und so ist schon viel gekommen, ganz cool. Ich glaube, mit dem Bruder zu klettern ist ja ganz was Besonderes. Vor allem deswegen, weil man den Bruder halt schon so ewig kennt. Also viel länger als jeden Partner, viel länger als die Eltern und viel länger als die eigenen Kinder. Und da baut sich halt im Laufe der Zeit eine ziemlich intensive Beziehung auf. Und eben das Vertrauen ist sowieso da und das ist halt bei Sportarten wie im Klettern so und auf. Ja, wir sind eben hingegangen und haben uns das Ganze mal umgeschaut. Und haben eben die Bohrmaschine mitgenommen und sind auch von unten in die Wand eingestiegen. Und haben eben in mehreren Versuchen den ersten Tal also eingerichtet, also den Felstal, den Schwierigtal. Und haben dann wieder hochgesalt auf den Boden und haben dann probiert, eben das frei zu klettern, also Rotpunkt zu klettern. Und in oberen Tal haben wir uns dann nicht umgeschaut, weil wir uns gedacht haben, das ist eh nicht so schwierig und das machen wir dann direkt beim Durchsteigungsversuch. Und dann war aber noch einmal so eine Felsstufe und eben von unten hat er ziemlich leicht ausgeschaut, aber dann, wenn wir in der Wand waren, hat er eben ziemlich Zeit gekostet. Es waren schon 10 Meter, aber wir haben... Ja, mittel drin. Ja, es ja, war eben, hat uns noch ein bisschen frigiert und aber zum Glück haben wir noch ein paar Normalhakel mitgehabt und... Der Riegler-Step. Und ich konnte reinschlagen und dann, der Rest war dann Nordwandgelände, also Schnee und... einfach zu gehen, aber eben noch eine kurze Passage, vor allem noch auf den Fels zu klettern. In unterem steilen Tal, zusammen kann man danach noch aushalten und wenn man zusammen drüber ist, dann muss man eben auch rein. Und man denkt, ja, das geht, wir können schön auch rein, weil es ist halt ganz schwierig, die Bedingungen zu haben, dass man eben oben nicht zu viel Schnee hat und nicht zu wenig. Und dann haben wir gedacht, ja, das geht, gehen wir auch rein. Und dann war wirklich voll viel Schnee. Es war mittel dem Winter und da waren wir ziemlich langsam. Und ja, dann einwärts schon kalt gehabt im Finger. Aber schon gepasst nicht. Und dann ist es eben schon finster geworden und gestürmt und das Wetter hat umgeschlagen. Dann sind wir hinten noch hingegangen. Und ja, noch mal gut gegangen. Und dann sind wir mit der Ski eben mal gefahren zum Auto. Und dann haben wir eben beim Auto und ich gemerkt, ja, hat man leider kein Zwischlagen im Finger, so kling, kling wie ein Metall. Aber bis zum Ende ist mir eigentlich, ja, es war schon ein bisschen riskant, drüber, total, aber schon gepasst, erst danach, boah. Also oben war ich immer nicht ganz sicher, ob sich das gut ausgeht, weil wir sind zwar schon einmal mit die Ostrinne angefahren, mit den Ski, und haben sie gekannt, also von seinem her haben wir gewusst ungefähr, wo es entlang geht, aber eben in die Ostrinne einmal reinzukommen. War ein bisschen ein Problem. Und dann unten, es war eben, wie gesagt, so viel Neuschnee. Und wir haben gewusst, unten ist so ein Gletscherabbruch und eben Randspalten. Und also ganz sicher war die Aktion nicht. Aber es war zwar dann unten feiner, weil eben nicht mehr so der Wind gegangen ist, nicht mehr so gestürmt hat, aber ganz vorbei war es dann, wirklich erst, wenn wir am Auto waren. Ja, ist sicher schwierig für die Eltern.
Unsere Eltern sind eben selber Bergbegeistert. Wir sind als Kinder jedes Wochenende mit den Eltern auf den Berg gegangen. Und so sind sie das ein bisschen gewöhnt. Also, aber jetzt, wenn ich Kinder habe, dann ist mal schnell einen Ballettkurs einschreiben. Und hoffen, dass sie nicht zum Klettern kommen. Ja, es gibt sicher auch immer einen Plan B. Also, es war jetzt vermessen zu sagen, mein Leben besteht 100% als Klettern. Also, ich habe noch eine Architektur und ich habe. Also, den Bruder? Nein, also einige Berufe, ich habe Tischler gelernt, ich bin noch Geometer gewesen, in verschiedenen Büros gearbeitet und jetzt studiere ich Architektur. Also, ja, Klettern ist super, toll, aber jetzt. Es gibt schon andere Sachen in meinem Leben, nicht? Aber auch Musik hat mich interessieren. Und es gibt wirklich viele tolle andere Sachen nebenher. Ja, sicher, jetzt da vor allem im Rampenlicht zu stehen, ist vielleicht im ersten Moment nicht so fein und nicht so leicht da, weil eben Kletterer sind viel, oder halt sind eigentlich Outdoor-Menschen. Und wenn da jetzt einer steht mit der Kamera und alle möglichen Fragen fragt, dann ja, denke ich doch schon, ja, was ist jetzt los, aber nein, es ist dann nicht so, also man wird dann nicht jetzt so verfolgt und ist jetzt nicht so bekannt, dass das jetzt wirklich ein Problem war. Bei mir hat ganz der erste Film voll gut gefallen, Made in Austria, die Freerider. Das ist schon geil. Oder ja, eigentlich. So Freerider hat mir ganz gut. Weil ich war voll schlecht mit den Ski.